Ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun sollen. Wenn das rauskommt. Beim Nussschüchler. Okay. Ohne ihn. Keine Ahnung, was mit dem Nuss ist. Irgendwie spinnt er. Okay, ne? Ich muss los. Ciao. Hätte ich das bloß nicht gemacht? Was soll ich jetzt bloß machen? Wenn das rauskommt. Mein Junge, wie war's heute in der Schule? Mann, Teller Suppe ist noch warm. Ist ja noch warm. Lass mich doch bloß in Ruhe. Ich kann ihm doch nichts sagen. Dann kommt ja alles raus. Mensch, Nils, guck mal, was hier steht. Jugendlicher überfällt ältere Dame in der Mühlenstraße.
Diese Jugendlichen von heute, nur Schied im Kopf. Nee. Zu meiner Zeit hat es es nicht gegeben. Zu meiner Zeit, da hatten wir noch Respekt. Ich bin bloß froh, dass mein Enkel sowas nie tun würde. Nimm ihn jung, bist doch ein feiner Kerl. Mein Junge, was denn du los? Warum weinst du denn? Ich wollte das nicht. Was wolltest du nicht? Ich muss was beichten. Ja, dann schieß mal los. Ich hab ein Handy geklaut. Was hast du? Handy geklaut? So ein Rotzbengel! Ja. Wer war das? Wer hat dich bedroht? Daniel. Ein Daniel? Kommt der aus deiner Schule? Ja, er ist in der 9. Wie gedroht? Was gedroht? Wer gedroht? Mit seiner Clique. Was ist das denn für eine Räuberbande? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also nur mal langsam. Was war da los? Klaus, mir jetzt ein Handy. Was ist los? Klau dir selbst ein Handy. Das küsst du weg auf die Schnauze. Klar, Mann. Ja, du weißt ganz genau, was hier alles macht. Ja? Kleiner, denk an das Handy. Montag ist es da. Sonst? Gell? Ja, ich bin schon. Ja, wir müssen da kochen. Komm, mein Rucksack! 15. Also, ich bin völlig müde. Ich geh gleich ins Bett. Tommy, denk dran, du musst die Kleine heute zur Schule bringen. Was, ich schon wieder? Ja. Also ich geh jetzt zu Bett. Ihr denkt nachher daran, dass Gesa zur Schule muss. Naja, mach ich. Nils. Ich heute die Kleine weg. Ich habe keinen Bock. Außerdem will ich mich noch mit Sabine treffen. Nee, ich habe Kopfschmerzen.
Verdammt! Mann! Geh weg! Ich klau kein Handy. Ich glaub, der Hund schätzt wohl heute, oder? Können wir mal reingehen.
Bella, du hättest wohl für besonders schlau. Hast du gedacht, wenn du die Schule schwänzt, dass wir dich denn in Ruhe lassen? Was ist? Alter, verarsch mich nicht. Sind fort wie dich, vernasche ich zum Frühstück. Was ist jetzt? Du klaust mir meine kostbare Zeit. Ich weiß nicht, woher ich eins kriegen kann. In der Pause kommst du zu mir. Klar, Mann? Ja, gut. Mein kleiner Freund. Hey, siehst du das kleine Arschloch da? Mit dem Handy? Ja. Das besorgst du mir. Das ist ein ganz besonderes Handy. Wieso? Brauchst du nur aus der Tasche zu ziehen. Das geht ganz einfach. Wer, du versagst wieder. Ja, das hin. Warum denn nicht gleich so? Ist noch was? Nee. Dann schieb ab. Na, Wendy, du weißt, was du zu tun hast, ne? Der Typ wartet sogar in der Berufsschule. Da sitzt du ganz schön in der Tinte. Dann lass mal überlegen, wie wir da wieder rauskommen. Ich glaube, wir müssen die Polizei entscheiden. Nein, keine Polizei. Da hab ich Schiss. Bist du der Einzige, der mit dem Dorn in der Schule zu tun hat? Nee, da gibt's auch andere. Wieso? So eine Leute wie Daniel, die fühlen sich nämlich nur stark, wenn sie mit Leuten in einer Gruppe sind. Pass mal auf, ich hab eine Idee. Du gehst morgen mal zu den anderen Opfern in der Schule. Also, was ist das für Arbeit? Ja, okay.
Also kann ich mich auf die Tür lassen? Guck mal! Ja, Pille. Geil! Hilfst du mir? Ja, ich bin dabei. Okay. Ciao. Imo, warte mal. Was ist denn? Hast du kurz Zeit? Nee, ich muss gleich. Ich muss mit dir reden, das ist wichtig. Okay. Wir haben Daniel getroffen. Mhm. Also machst du mit? Ja. Okay, wir sehen uns mal. Ja. Ciao. Wohin so schnell, mein Freund? Du willst doch wohl nicht an deinen alten Kumpel Daniel vorbeilaufen. Was willst du denn? Das ist mein Handy, hat auch echt spitze geklappt. Bist du noch stolz drauf, was? Ja. Ich hätte da auch einen klitzekleinen Auftrag für dich. Hast du kein Zuhause oder was? Hör auf, Nils zu bedrohen! Daniel, stell dich nicht so doof an. Wir wissen schon lange, was du hier abziehst. Lass Nils in Ruhe. Sowas läuft hier nicht. Sowas läuft einfach bei uns nicht mehr. Kapiert? Ja, wir verziehen uns. Will ich auch euch geraten haben? Auf bloß ab, ich hab Sporn. Genau! Na bitte, die bist du, glaube ich, erstmal los. Ja. Danke, Leute. Ich dachte schon, das klappt nicht. Morgen, ne? Okay. Ciao. Danke nochmal. Ich bin schon lange nicht da. Und Joanna, wie auch das kleine Programm. Wirklich? Schade. Puh, das ist ja nochmal gut gegangen. Ich wollte ja nur sicher gehen, dass sie sich nicht prügeln. Da habe ich ja doch den richtigen Riecher gehabt. Als der Daniel so viele gegen sich gesehen hat, musste er klein beigeben. Ja, ja, das war schon immer so. Die mit der größten Klappe werden ganz schnell klein. Das mit dem Handy hat natürlich noch ein Nachspiel. Ich will mal mit meiner Tochter reden. Dass sie in der ganzen Familie nichts bemerkt haben. Nee. Der Nils war die letzten Tage total durch den Wind. Vielleicht sollten sie es bei der Polizei anzeigen. Das macht der Daniel ja schon länger so. Und bei anderen auch. Eins steht jedenfalls fest. Für den Diebstahl muss er gerade stehen. Das muss er. Ja, das muss er. Das schreit nach Wiedergutmachung. Ach ja, und noch eins. Mein Nils ist doch ein feiner Kerl.